Heute mal wieder ein Review. Dieses Mal von der Rockstar Iced aus den USA. Ich habe sie von einem Bekannten bekommen, der in San Francisco wohnt. Und ja, zur Dose. Sie ist matt gold und hat einen schwarzen Stern hier. Hat einen goldenen Tab und oben rum ist sie schwarz. Sieht richtig cool aus. Eine der schönsten Rockstars. Hier steht, only 10 calories per serving, also nur 10 Kalorien pro 240 Milliliter. Hier noch Energy Plus Tea und hier steht Energy, oder? Nein, Peach Plus Tea, also Pfirsich plus Tee. Ja, sie hat einen Inhalt von, wie viel sind es? 16 Ounces, 473 Milliliter, ja. Okay, dann werde ich sie öffnen von unten. Ah ja, genau, hier steht noch, dass man sie schütteln soll. Das mache ich jetzt. So. Ja, so viel zu schütteln. Mir hat's, ja, ich bin jetzt hier ein bisschen nass. Man riecht schon, es riecht sehr nach Pfirsich. Und ja, ich werde das hier mal. Okay. Okay. Also, die Farbe braun. Sieht ziemlich nach Pfirsich-Eistee aus und wie schon gesagt, riecht auch nach Pfirsich-Eistee. Und jetzt probiere ich es mal. Also, es schmeckt. Ich probiere nochmal. Also zuerst mal, es schmeckt sehr, sehr gut. Der Grundgeschmack ist natürlich Pfirsich-Eistee, aber nicht ganz so süß. Also, ja. Es schmeckt sehr gut, sehr, sehr erfrischend. Aber, also man schmeckt keinen großen Unterschied zu einem ganz normalen Pfirsich-Eistee. Nee, also schmeckt ganz normal, Pfirsich-Eistee, nur eben nicht ganz so süß. Aber wirklich super. Kann ich nur weiterempfehlen. Und das war's von meinem kleinen Review von der Rockstar Iced. Ciao, Leute.